Ja, hey, grüß euch Leute und willkommen zurück zu We Play Old School zu einer neuen Folge GTA Online Tipps und Tricks. Ja, wie schon im letzten Video versprochen, mit der detaillierten Vorstellung von allen neuen Update 1.16 Flugzeugen und dem neu dazugekommenen Auto. Wieder mit einer Menge Details und Hintergrundwissen für euch, also praktisch ungefähr so wie Tuning-Schätze. Ich fange mit den ganzen neuen Fluggeräten an und zum Schluss gibt's noch die neue Coquette Classic als Tuning-Schatz. Ihr wisst Bescheid, also legen wir doch einfach mal los. Der Buckingham Swift. Der Swift ist ein ziviler Helikopter für den Personentransport und wird vom britischen Hersteller Buckingham gebaut. Der Name geht einmal auf den Buckingham Palace zurück, also da, wo die britische Königin Elisabeth die zweite ihren Lifestyle chillt. Ja, und dann ist er eben auch eine Anspielung an Bombardier, ein riesiger weltweiter Hersteller von Geschäftsreiseflugzeugen, die Learjet als Tochterfirma haben. Ja, der Buckingham Luxor und Shamal sind zum Beispiel auch an das Learjet 45 angelehnt. Der Swift erinnert stark an den italienischen Augusta Westland AW109, der im Real Life in der Schweiz oft für Evakuierungs- oder Rettungsflüge genutzt wird. Aber auch von der italienischen Armee und der Air Force in Neuseeland. An den Seiten hat der Swift kleine Scheinwerfer, die ihr an- und ausschalten könnt. Und am coolsten ist natürlich das ein- und ausfahrbare Fahrwerk, ganz wie bei seinem Real-Life Brody. Vom Handling her steuert er sich besser als der Buckingham Maverick und ist auch etwas schneller. Beim Speedtest mit der We Play Old School Crew hat der Swift auch den Annihilator und sogar den Buzzard abgehängt. Der Buckingham Swift ist also der momentan schnellste Helikopter in GTA Online. Ein fettes Danke übrigens an alle, die beim Speedtest dabei waren, also MLP Fluttershy, den SpongeBoss, der jetzt We Play Old School Paul Walker heißt, New York Jets 69 und Zeroy's OP. Für die Performance müsst ihr aber ganz schön tief in eure Tasche greifen. Wenn ihr nämlich im Web auf Elites Travel geht, gibt's dort das Ete-Teil für saftige 1,5 Millionen GTA-Dollar zu kaufen. Mit der Standardlackierung. Die Flying Bravo Rettungshubschrauberlackierung kostet dann nochmal 100.000 GTA-Dollar extra. Warum eigentlich Rettungshubschrauberlackierung? Weil Bravo bei der US-Küstenwache unter anderem bedeutet, dass der Rettungshubschrauber in der Luft aufgetankt wird. Dabei schwenken die entweder ein rotes Schild oder eine rote Flagge, die ihr auch von am Swift erkennen könnt, die ist da so drauf gemalt. Außerdem seht ihr unter dem Hauptrotor eine Art Rettungsreifen. Ich lese mal noch eben die Beschreibung vor. Sondermodell. Leichtgewichtiger, zweimotoriger, viersitziger Mehrzweckhubschrauber. Für diese Zusammenarbeit mit der Kleidungs- und Lifestyle-Marke Flying Bravo haben wir Rhodium-Nähte zu den Panda-Ledersitzen hinzugefügt und ein paar Nullen zum Preisschild. Es gibt keinen besseren Weg, um deinen Gehaltscheck am Altar von Luxus-Marketing zu opfern. Und zum Schluss noch ein bisschen unnützes Wissen zum Buckingham Swift. Der Swift ist der erste DLC-Heli, der in GTA Online mit dem Flight School Update 1.16 neu wieder eingeführt wurde. Wieso wieder eingeführt? Weil, und das ist Punkt 2, weil es den schon einmal im GTA 4 Addon The Ballad of Gay Tony gab. In The Ballad of Gay Tony konntet ihr damit in der City rumfliegen und auch in einer Mission, wo ihr den bekloppten Blogger Angst einjagen musstet. Er ist das zweite Fahrzeug oder eben Flugzeug, das seinen Weg von Episodes of Liberty City hin zu GTA Online gefunden hat. Das erste Fahrzeug war hier der D-Class Rhapsody aus The Lost and the Damned. In The Ballad of Gay Tony hat der Swift von Yusuf Amir eine Lackierung mit dem Schriftzug Santo Capro. Santo Capro bedeutet heiliger Steinbock und weil Yusuf das Logo auch auf seiner Jacke trägt, könnte das eine Firma der Amirs sein. In The Ballad of Gay Tony haben zwei Leute reingepasst. In GTA Online sind es vier Leute. Wenn die roten Blätter kaputt gehen, werden die auf einmal schwarz statt weiß, bevor die Dinge auseinanderbrechen. Ein roter Blatt ist dann dunkler und verdreht. Der Swift ist der erste Helikopter in GTA Online, der ein Fahrwerk hat, das ihr ein- und ausfahren könnt. Wie bei Flugzeugen ist der Helikopter bei eingefahrenem Fahrwerk schneller. Durch sein stabiles Handling könnt ihr mit dem Swift verdammt gut auf der Stelle schweben. Ja, das war's zum Buckingham Swift und jetzt machen wir gleich mal weiter mit dem Miljet. Das Miljet ist ein kleines Passagierflugzeug für Geschäftsreisende vom Militär, von daher auch der Name Miljet, also Military Jet, und wird auch von Buckingham gebaut. Von der Gesamtform her sieht das Miljet aus wie die Bombardier CRJ-200. Der Bereich um die Nase hat dann wieder was vom französischen Dassault Falcon 7X oder 7X. Es ist größer als der Shamal oder Luxor, aber kleiner als das Twinjet oder das 747 Jet. Außen könnt ihr US Air Force Logos sehen, die auch nochmal darauf hinweisen, dass das Miljet vom Militär für Personenflüge genutzt wird. Beim Speedtest vom Los Angeles Flughafen zum Sandy Shores Flugplatz kam das Miljet zwar am Anfang wegen seiner Größe nicht so richtig in die Gänge und lässt sich deswegen auch logischerweise nicht so leicht steuern wie zum Beispiel die Shamal oder den Luxor, aber auf Endgeschwindigkeit hat es dann auch die Luxor abgehängt.
Dazu kommt auch noch, dass das Miljet sehr stabil ist und von daher einiges aushält, bevor das Ding zu Boden geht. Ihr könnt es wieder auf elitistravel.com kaufen für genau 1,7 Millionen GTA-Dollar. Ich lese nochmal kurz die Beschreibung vor. Mit einem Verteidigungsbudget von fast 1 Billion kannst du drauf wetten, dass nicht das gesamte US-Militärpersonal mit Frachtflugzeugen reist. Dies ist ein militärlivrierter, was auch immer das Wort heißen soll, Business-Jet für champagnerschlürfende Hurra-Patrioten. Jo, okay, und wieder unnützes Wissen zum Miljet. Das Miljet hat eigentlich 60 Sitze, aber weil in eine GTA Online Lobby momentan nur 16 Leute passen, passen in Anführungszeichen nur 16 Spieler in den Jet. Ja, was heißt nur? Das sind bis jetzt die meisten Spieler, die in einen Jet passen. In die Luxor oder Shamal passen halt nur 10. Das Miljet hat denselben Turbinensound wie das 747 Jet, der ist aber beim Miljet ein bisschen leiser. Wer noch die erste Mission aus GTA Vice City Stories kennt, wird auch ein paar Ähnlichkeiten zu dem Jet dort feststellen können. Das letzte von den neuen Flugzeugen ist die Besra von Western Company, eine Parodie auf viele verschiedene westliche oder in dem Fall amerikanische Flugzeughersteller. Die Besra ist ein Militärjet, das zum Training der Piloten genutzt wird. Von daher wird es auch manchmal Trainingsjet genannt und passt super zum Flugschulenthema von Update 1.16. Im Gegensatz zum P996 Laser Kampfjet hat es deswegen natürlich auch keine Waffen. Und wie beim Laser passt nur ein Spieler in das Jet. Vom Design her ist die Besra ein Mix aus verschiedenen Real-Life-Trainingsjets. Die Gesamtform und die Luftansaugschächte erinnern an die Northrop F-5 Freedom Fighter, der von den Amis, den Chinesen, den Koreanern und den Iranern geflogen wird. Die Tragflächen und das Seitenruder ähneln dem Aero L-39 Albatros der Sowjets, Tschechen, Libyer und Syrer. Genau wie der Laser hat die Besra eine Turbine mit Nachbrenner, das könnt ihr an der blauen Flamme erkennen. Die Beschleunigung der Besra ist noch besser als die vom Laser, aber in Sachen Endgeschwindigkeit hat der Laser immer noch etwas die Nase vorn. Das finde ich aber nicht schlimm, weil das Teil durch seine kompakte Bauweise ein extrem gutes Handling hat und ihr damit super easy die kompliziertesten Flugmanöver meistern könnt. Klar, das sensible Handling erfordert ein bisschen Übung, aber wenn ihr das einmal raus habt, ist die Besra präzise ohne Ende. Zum Beispiel könnt ihr damit klasse auf kurzen Straßen landen oder starten, einfach weil die im Vergleich zum Laser so schnell abbremsen und beschleunigen kann. Für mich momentan definitiv der beste Düsenjäger zum Stunten. Kaufen könnt ihr die Western Company Besra wieder auf elitistravel.com für gar nicht mal so teure 1.150.000 Dollar. Kurz noch die Beschreibung zur Besra. Hochleistungsjet, Trainingsflugzeug. Du wirst Loopings fliegen, am Tower vorbei brausen und Atombomben werfen, bevor du amerikanischer Imperialismus sagen kannst. Pack einen Fallschirm und saubere Unterwäsche ein. Und wie immer unnützes Wissen. Der Name ist eine Anspielung an einen Raubvogel aus der Familie der Habichte, der seine Heimat in Ost- und Südostasien hat. Es ist das erste Trainingsjet in der GTA-Serie. Wie der Laser hat die Besra einen Schleudersitz, der euch beim Aussteigen in der Luft nach oben schießt. Der Sitz fliegt aber nicht hinterher. Die Besra ist der zweitschnellste Düsenjäger in GTA Online. Das Flugschulen-Arschloch Number 1, JT Boyd, bezeichnet die Besra einfach nur als Jet. So, der Schnabelmann befindet sich wieder auf dem Boden der Tatsachen und steht direkt vor dem bekanntesten Luxusklamottenladen in ganz Los Santos, nämlich Porno Boys am We Play Old School Drive. Hier habe ich mir meinen stylischen Pilotenanzug für 50.000 Dollar gekauft, der mit dem Update 1.16 neu dazugekommen ist. Geht dazu einfach an die Kasse, dann findet ihr den ganz unten bei den Komplett-Outfits. Naja, egal. Ich zücke jetzt mal mein Handy, glotz ins Internet, gehe auf legendarymotorsport.com und BAM! Geile Überleitung for the win! Ich finde da die neue Cokehead Classic. Die gibt's einmal mit Dach für 665.000 Dollar und einmal als Cabrio für 695.000 Dollar. Mal eben die Beschreibung. Wenn deine Arbeit darin besteht, Kampfjets zu fliegen, sollte dein Wagen besonders nett sein, um mitzuhalten. Das radikale Design wird dich jeden Crash bedauern lassen, aber keine Angst, der große Motor und die schlechte Handhabung werden garantieren, dass du zu tot bist, damit dich das wirklich interessiert. Ja, sehr, sehr seltsames Deutsch. Und jetzt die Cokehead im Detail. Die brandneue Invetero Cokehead Classic gehört, wie der Name schon sagt, zu den Klassikern, wird vom Corvette-Klon Invetero gebaut und ist der Vorgänger zur modernen Sportwagen-Cokehead. Die Front- und Gesamtform spielen stark an die Chevrolet Corvette von 1968 an. Das Heck kommt dann wieder ganz nach der Chevrolet Corvette C2 Stingray von 1963. Von der Leistung her hat das Mädel eine für Klassiker unglaublich hohe Beschleunigung und Endgeschwindigkeit. Beim Speedtest auf dem Flughafen mit vollgetunten Autos hat die uns einfach mal so aus dem Nichts absolut geflasht. Aber schaut einfach mal selbst, den Centorno übrigens nicht beachten, weil der nicht voll getuned ist. Okay, und gerade geworfen. Juhu, Party! Yeah.
Was? Das glaube ich nicht, nein. Oh! Das ist niemals so. Max wird abgezogen! Oh, krass. Das ist neu, das hat Rockstar neu gemacht. Okay. Alter, ich glaub's nicht. Ich glaube diese Scheiße nicht. Ja, wie gesagt, ziemlich heftig, dass die Coquette Classic nicht nur den vollgetunten Pigalle abhängt, sondern auch locker mit der Sportwagen Coquette mithalten kann. Die alte und die neue Coquette haben übrigens beide einen V8-Motor eingebaut. Dafür hat die Coquette Classic im Gegensatz zur Sportwagen Coquette aber einige Nachteile. Einmal ein Untersteuern und ein noch stärkeres Übersteuern, weswegen auch die Drift-Noobs unter euch das Teil gut beherrschen werden. Durch die starke Hecklastigkeit und weiche Federung zieht die Coquette Classic bei Strecken mit vielen Kurven klar den kürzeren. Die moderne Coquette hat dann doch die bessere Bremsleistung, Traktion und Straßenlage. Nachteil Nummer 2 ist die Anfälligkeit gegen Schaden, also packt euch unbedingt Panzerung bei Los Santos Customs drauf. Unnützes Wissen! Die Standard-Radiosender sind Los Santos Rock Radio, Vinewood Boulevard Radio und Radio Mirror Park. Die Federung der Coquette Classic kann im Gegensatz zur modernen Coquette bei Los Santos Customs nicht modifiziert werden und Spoiler könnt ihr auch nicht dran bauen. Die Coquette Classic hat die meisten Tuning-Stoßstangen zur Auswahl. Sie ist momentan der schnellste Klassiker im Spiel. Dass die Coquette Classic mit dem San Andreas Flight School Update hinzugefügt wurde, könnte damit zusammenhängen, weil es im Jerry Bruckheimer Actionfilm Con Air aus dem Jahre 1997 auch eine Corvette C2 Stingray gab. In Con Air geht es um ein Gefangenentransportflugzeug, das dann von den Gefangenen entführt wird. Die Coquette Classic hat genau 4 Spezialtuning-Parts. Und wo wir gleich beim Thema sind, hier die Spezialtuning-Parts der Coquette Classic. Wir haben hier einmal ganze 10 Tuning-Optionen für Front- und Heckstoßstangen, wobei ich die riesigen Frontsplitter hässlich finde. Ich habe mich dafür die Sekundärfarbe Stoßstangen entschieden. Dann 4 spezielle Auspuffe, wo ich den Auspuff mit Seitenauslass natürlich wieder am edelsten finde. Eine Carbon-Motorhaube und zuletzt ein Überrollkäfig mit Fahrgestell. Meine Envitero Coquette Classic nach dem optischen Tuning. Ja, und noch einen kleinen Soundcheck nach vollem Tuning. Leute, das war's schon wieder mit meiner detaillierten Vorstellung von allen neuen Flugzeugen und dem neuen Auto vom Flight School Update 1.16. Aber bevor ich raus bin, schaut doch mal beim Flight School Event Wochenende vorbei. Das findet gerade von Freitag bis Sonntag statt und ihr bekommt wieder einige nette Boni, wie zum Beispiel, ich lese einfach mal den offiziellen Rockstar-Text vor. Wir haben hier einmal doppelte RP, doppelte GTA-Dollar und ein exklusives Fallschirmpack, wenn du die Event-Spieleliste spielst. Doppelte GTA-Dollar für Luftrennen und Fallschirmsprünge. Dann unter der Brücke durch RP-Bonus, fliege in Rennen unter Brücken hindurch und sammle doppelte RP. Dann RP und GTA-Dollar-Boni für Gangangriffe. Wir haben hier doppelte Kill-RP und Bonus GTA-Dollar für Gangangriffe am Los Santos Flughafen und an Blaine County Flugfeldern. Dann noch kostenloses Auffinden und Rabatt auf Abholung. Hier kostenloses Auffinden von Flugzeugen und Helis und Heli-Abholung für nur $500 anstatt der gewohnten $1000. 25% auf ausgewählte Immobilien, 25% auf Del Perro Heights Apartment 27 und 0120 Murrieta Heights mit einer 10er Garage. Bonus-Event Kistenabwürfe. Zusätzliche Kistenabwürfe mit riesigen GTA-Dollar und RP-Boni und schwere Waffen. Hashtag Flight School Editor Wettbewerb. Markiere erstellte Luftrennen mit Hashtag Flight School und gewinne 1 Million GTA-Dollar und ein Aviator-Nummernschild. Naja, wahrscheinlich wieder nur interessant für die Amerikaner, weil die garantiert wieder besser beachtet werden als die Deutschen. Sind halt mehr. Hashtag Flight School Snap Medic Wettbewerb. 1 Million GTA-Dollar und ein Mile High Nummernschild für 5 Fotos von Flight School Inhalten. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Und wie immer, ihr haut rein und ich bin raus. Max, nimm mal bitte dieses Kommentar von mir auf. Dieser Bestra, dieser Stunt-Tüten-Jet, sieht aus wie so ein Vietnam, wie ein chinesisches Militärkampfjet, weil aus dem Grund, da ist es grün und da ist ein Stern drauf, also China. Was? Geh mal näher ran, Max. Geh mal näher ran. Im Schnabelmann brennt die Rübe. Der neue Nachricht. Lad mich mal in die Party ein, Max Scholz ist online. Lad mich mal in die Party ein. Ich will meine Party. Ich hab Max Scholz gesehen. Geil, YouTube. Let's go. Also ich würde sagen, die Classic hat eigentlich, müsste ja sogar generell besseres Handling haben als die heutige Coquette. Aus dem Grund, weil, wie soll ich das erklären? Da gab's früher kein gutes Handling. Weißt du was? Ich schneide auf den Stinger. Max, dieses Kommentar kannst du gerne mitschneiden. Dieser Wagen ist besser und
Ich bin froh, dass ich den Pegal wegschmeißen kann aus dem Grund, weil ich kann wieder meine super geile Viper-Farbe auf die Klassiker raufballern, weil guck dir mal an, wie der angewinkelt ist. Also ich behalte wie der Stinger, Pegal. Wie der Stinger ist eigentlich hier angewinkelt. Und das macht die Viper-Farbe von hinten richtig krass. Ich behalte meine Pegal, weil ich finde das so geil mit dem Dach und alles, mit der Motorhaube. Warte, wer zählt? Haben wir irgendeinen in der Party, der zählen kann? Es ist mit dieser scheiß Buzzard geschlagen. Ich hasse diesen Buzzard. Oh oh. Ich bin Profi-Pilot, ich kann anfliegen! Oh, nein, oh, kein und... Oh. Das war jetzt weit zugleich am Kopf. Oh, oh Gott, hat dein Leben noch offen. Max, nimm das mal bitte auch schnell, das mal bitte mit rein, dem Schluss. Ja, Mann, aber mit dem Sound, ich wollte nämlich sagen, ich bin Profi-Pilot!